Golfen auf Haubenniveau. Unter diesem Motto lud Kitzbühel vom 21. bis 28. Juni zur bereits 13. Auflage des Golffestivals. Die wahrscheinlich schönste Golfwoche des Sommers stand heuer ganz im Zeichen des Genusses und der sportlichen Herausforderung. Höhepunkt im Turnierreigen war einmal mehr die berühmt-berüchtigte Streifattack. Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante. Im Winter ist die Streif die spektakulärste Abfahrtsstrecke der Welt. Im Sommer überlässt der Hahnenkamm den Golfern die Bühne. Ich habe ein bisschen Schiss vor dieser Competition, sage ich. Aber das Wetter und das, da bist du, also es ist unglaublich schön. Heute bin ich schon im See schwimmen gewesen, im Schwarz in der Früh. Also golftechnisch kann mir auch nichts mehr umschmeißen und das Panorama, was will man mehr? Das ist mein Berg, Sommer wie Winter. Also, schau dich um, das ist ein Traum. Das Outfit soll darüber hinwegtäuschen, dass ich nicht golf, sondern naja, ein bisschen Show. Aber bei den Kameras komme ich ein bisschen unter Druck. Ich muss den ersten Ball treffen, weil sonst ist es eher peinlich. Ich kann ja nicht golfen. Da darf ich schon nervös sein, oder? Anstatt mit den Abfahrtsskiern galt es, die schwierigste Abfahrtsstrecke der Welt mit dem Golfschläger zu meistern. Vom Start beim Hahnenkamm-Starthaus bis ins Tal sind über 12 Löcher bzw. 800 Höhenmeter zu bewältigen. Selbst für geübte Golfer eine große Herausforderung. Signe hat gesagt, ich soll mir den Film anschauen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen wird man beim Zuschauen zu schwindelig. Und bei dem ersten Abschlag, also bin gespannt. Also, ja. Wir haben keinen Stress und wir machen es uns ganz gemütlich. Es ist ein wunderschöner Tag. Der Spaß steht heute im Vordergrund und mich freut es auch ganz besonders, mit dem Hans heute zu spielen und auch mit der Uschi und ihrem Mann, weil ja, es ist halt trotzdem ein Erlebnis, wenn man da die ganzen Eindrücke hört vom Hans, wie das halt ist, wo man da reinspringt und wo man fährt und weiß genau, was ihm da passiert ist. Es ist eigentlich für mich eine riesige Ehre, dass ich da heute mitspielen darf. Ich bin eigentlich gern da wieder, eben vor allem weil ich das Glück gehabt habe, dass es mir so gut geht und dass ich eben zu Fuß runtergehen kann oder im Winter auch mit den Ski runterfahren. Und das ist eigentlich irrsinnig lässig und macht mir Spaß. Die 5 Gastgeberhotels, die das Festival alljährlich organisieren, lieferten den Gästen sportliche Höhepunkte und sorgten für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Gastlichkeit, die wir hier leben und bieten, und dann noch das dazu, das Golf, die sportliche Betätigung, die Kulinarik, was eigentlich an jeden freut. Ich glaube, die Kombination ist jetzt dann unschlagbar. Viel besser kann es nicht mehr sein, und wenn man das so perfekt erlebt und so, das so gelingt wie heuer, dann ist es absolut ein Zugpferd für das Thema Golf in Kitzbühel. Golf, Genuss und Tiroler Gastfreundschaft. Das waren einmal mehr die perfekten Zutaten, die auch im nächsten Jahr Golfbegeisterte nach Kitzbühel locken werden. Ich glaube, wir haben jetzt eine Punktlandung getroffen mit dem Golf und Kulinarik, mit den Haubenköchen. Und ich muss einen Gast zitieren, der gestern zu mir an der Bar gesagt hat, diese Veranstaltung verlangt keine Wiederholung, diese Veranstaltung verlangt eine Fortsetzung.